Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Banjo-Tooie. Beim letzten Mal haben wir uns plötzlich in ein U-Boot verwandelt, können wie dieses auch so ein bisschen durch die Gegend schwabbeln und die Tiefsee erforschen. Und bevor es richtig losgeht, geht's richtig los. Aber egal. Hast du endlich hergefunden? Willst du auf meine Minen schießen? Mit 60 Punkten erhältst du vielleicht einen Preis. Brauchst du Instruktionen? Klar. Ich habe hier meine Mine entsorgt. Hoffentlich erwischen sie dich. Zerstöre meine Minen, um unverdient Punkte zu sammeln. Blaue sind 3 Punkte wert, grüne sind 2 Punkte wert und rote nur einen mickrigen Punkt. Fertig, 3, 2, 1, los. Übrigens könnt ihr euch daran erinnern, als wir in Thrashers Hofhof immer die Minen gesehen haben. Das sind dieselben, nur in einer anderen Farbe. Ich vergiss immer, dass ich eigentlich noch keine Biene bin. Und das war sogar schon ein kleiner Spoiler-Alarm auf zukünftige Parts. Alter, das schafft mir locker, Mann. Wir haben es geschafft. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Warum ist Dankes? Es war ein Vergnügen und eine sehr leichte Arbeit. Du Ratte! Mit viel Glück hast du genug Punkte für den Preis gesammelt. Du Ratte. Sehe ich aus wie eine Ratte? Haben die bezeichnet einfach als Ratte? Alter. Solche Beleidigungen, ey. Deswegen mag ich Benjo Humor. Früher konnte man noch beleidigen, ohne dass man das so, sagen wir mal, so bezeichnet hatte als Beleidigung. Dabei ist es auch wirklich eine sehr harmlose Beleidigung, du Ratte zu sagen. Aber auf meine Betonung ist es natürlich am allergeilsten, wo ist mein Puzzle. Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Puzzleteil ist? Ich finde ihn nicht. Sterben kann ich ja auch nicht. Ach, ist er doch. Da ist es. Ein weiteres Spiel fertig. Das will ich nicht, weil ich es nämlich geschafft habe. So, für den Fisch waren meine Dinger hier zu schwach. Was ist mit dem Spin von einem gewissen D. Jones? Ihr wisst aber schon ganz genau, was es heißt, oder? Wer Fluch der Karibik geschaut hat, der müsste wissen, dass das hier der Spind von Davy Jones ist. Und er ist kaputt. Komm da rein. Man kann schon so als U-Boot gegen den Gegner kämpfen, oder wie? Ey, das habe ich gar nicht gewusst. Hey, Benny, da unten kann ich ein Puzzler sehen. Sehen wir mal nach. Fürst von Fuck Fuck. Aufgebläster Angelfisch. Was? Wer wagt es, Fürst von Fuck Fucks Ruhe in seinem beunruhigenden engen Schrank zu stören? Oh, wir bringen nur die Post, Fürst Fuck. Lüg mich nicht an! Du wolltest mein Puzzle stehlen und mein Heim austrocknen, damit ich am Boden liegen bleibe, jämmerlich mit den Flossen schlage, verschrumple und sterbe, oder? Etwas in der Art.
Dann erwartet dich ein nasses Grab. Als U-Boot. Als ich das damals das erste Mal gezockt habe, war ich normal. Weil ich nicht wusste, dass hier eine Verwandlung ist. Ich hab's nicht besser gewusst. Mit Echolot kann man den nicht anhaben. Aber so. Aua, mein Schildbeul! Das sind Pickel, Mann. Das sind irgendwelche Warzen oder Pickel oder was da hat. Das ist jedenfalls nicht gesund, vor allem das ist so blutig. Achtung, das ist jetzt ein Gore-Spiel. Ab jetzt ist das Spiel ab 18. Obwohl das für Kinder gekennzeichnet wurde damals. Alter. Ich tue mich irgendwie schwer mit dem. Mit dem Zeug hier. So, da war der zweite Pickel ausgedrückt und das ist noch der dritte dahinter. Und der dritte! Da war er ausgedrückt. Ey, first fuck. Würde ich in dieser Gestalt das Heim trocken legen, dann wärst du auch tot. In den Replays kann man das, glaube ich, nur als Bär und Vogel bekämpfen. Hier als U-Boot ist ein sehr ausgesprochen seltenes Privileg. So, ich glaube, ein Pickel muss ich noch ausdrücken. Wenn ich ein Pickel noch von denen ausdrücke, dann... Da ist es. Okay. Oh, habt ihr keinen Anstand, einen armen blinden Fisch zu schlagen? Mit offenen Augen sehe ich vielleicht besser. Ja. Ah, bitte nicht meine Augen. Der kann blubbern. Okay. Dreht sich weg, das ist gut. Los! Deine Augen müssen leiden! Getroffen! Okay. Jo. Einmal noch. Ich habe besiegt. Verflucht! Das Ganze scheint sich auf den Kopf zu stellen. Ein schmachtvolles Ende für meine 100-jährige Tiefseetyrannei. Ja, siehste, so tötet man einen Fisch. Das Witzige ist aber, der ist nicht wirklich tot. Obwohl er es von sich aus sagt. Den kann man nämlich jedes Mal jetzt immer wieder besuchen und hier so auf dem Rücken liegen sehen.
Hey, aufhören, du Schleimer! Ich kenne deinen Vater! Feuer einstellen! Ich war einst ein Held! Wusstest du das? Jetzt bist du tot. Hör bitte auf damit! Ich bin tot und habe keine Postlust mehr! Feuer einstellen! Ich war einst ein Held! Wusstest du das? Ich sag dasselbe. Einmal noch. Zum Abschied. Hör bitte auf damit! Ich bin tot und habe keine Postlust mehr! Na dann, Abschied von dem großen Fisch, der einst gelebt hat und von sich aus sagt, er ist tot. Obwohl er noch quicklebendig aussieht und gerade mal nur auf der Seite liegt. U-Boote sind an Land eher untauglich. Da hat er recht. Wir gehen nach Atlantis zurück. Seht am Sanctuarium. Von dort aus ist man da weiter hingekommen. Stimmt. Jetzt weiß ich's wieder, warum es nicht ging. Inkum bunkum. Ich bin falsch. Ich wollte mich einfach nur zurückverwandeln. Es gibt aber auch wirklich keinen direkten Teleporter dahin. Das ist das einzige Problem, was es da gibt. Abgesehen davon, boah. Muss man halt hier mal durchschwimmen und dann kommt man hier wieder hin. Beides Wege, die so miteinander verbunden sind, dass die nicht mal eine eigene Map benötigen. Finde ich eigentlich cool. Ich meine, da zeigen die mal wieder, wie groß solche Welten bei Banjo-Tooie einfach geworden sind. U-Boot! Digitierzo! Banjo! Er ist wieder da. Der große Bär mit der großen Vogeldame. Das war scheiße. Aber egal. Gehen wir wieder weg. Gehen wir jetzt da, wo wir vorhin schon waren. Und zwar über den Teleporter. Da spawnen wir uns den Oktopus. Aber wir werden irgendwann mal nochmal zurückkehren. Und ich bin mal ein bisschen impressed davon, dass das Spiel mal einwandfrei ohne Abstürze funktioniert. Aber das will ich jetzt gerade nicht heraufbeschwören, denn es kann jederzeit passieren. Egal wie. Stell dich doch einfach auf das Warp-Film, drücke B, um zu reisen. Ich stand bis eben auch drauf, aber ich habe zu spät reagiert. Da ist es. Die Höhle. Aber ich habe gleich zwei Stellen gesehen. So. Die fängt hier an. Das heißt, der Fisch spawnt hier. Aber hier braucht man wirklich Granaten. Hi, wie geht's? Wo schwimmst denn du hin? Warum bist du so schnell? Da, tot!
Ja. Denn ihr erinnert euch noch an die Geschichte von Jolly Roger? Er hat gesagt, irgendetwas Großes hätte ein Jetski für gefressen bei Captain Blubber. Hat Captain Blubber nicht Jolly gesagt. Ich glaube, ich habe Jolly gerade mit Captain Blubber verwechselt. Jedenfalls, so wie ich das gesagt habe. Jedenfalls der Fisch ist der da wahrscheinlich gewesen. Ich weiß zwar nicht, wie er da hingekommen ist, aber ey, ihr kennt ja Tiere, die finden immer geheime Wege. Da wo der jetzt gewendet. Da liegen jetzt auch die Zähne. Fress mich! Danke! So, jetzt sind wir nämlich in dem Inneren eines Fischs. Oh, er sieht einfach eklig aus. Er hat schon zwei Clowns gefressen. Das sind übrigens die Clowns aus Schwert und Schild, die man immer als die Clowns bezeichnet. Wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, da lang. Weil hier ist ein Jinjo. Hi, du bist rot, oder? Jo, von dir gibt es 6. Du bist erstmal der Zweite. Die beiden Clowns sind wieder da. Manchmal denke ich so, irgendwie erinnert es mich immer an totes Havannenfleisch. Wer ist das denn? Es ist ein Froschmädchen. Genauer gesagt, eine Froschfrau. Oh, du bist wohl von der Rettungstruppe. Nur wenn der Preis stimmt. Ich bin die frohe Vroni, die Partnerin von Jolly Roger. Ich war mit Blubbers Weltenreiter unterwegs, als mich dieser Fisch anfiel und verschluckte. Das Fischmaul ist jetzt offen, du kannst nach Hause gehen. Wunderbar, wir haben bald Happy Hour in Jollys Spelunke und er wird meine Hilfe brauchen. Hast du zufälligerweise ein Postler? Oh, das musst du Jolly fragen. Ich bin dir sicher, er gibt dir eins. Voll der Transengange. bei der ist wohl jederzeit Happy Hour. Heia! Heia! Ich hab den nicht mal getroffen. Hab ich eigentlich so ein bisschen nach daneben gemacht. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? 6. Mit Jolly Watchers Belohnung 7. Da brauche ich noch 3 Dinge hier. Oh Mann. Die zu finden wird nicht einfach. Seht ihr, das war der Fisch. Der große, große Fisch. Und das spawnt wirklich hier hinten. Oh, die Frame-Einbrüche bei diesem Riesenvieh. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt hier noch. Moment mal. Wenn der Schiff so ein Dings hat. Aber das andere Ding auch. Was zum Henker ist dann wo? Ich mag es nur einfach wieder rülps, deswegen habe ich das jetzt so oft gemacht. Diese Soundeffekte kann man sich übrigens auch im Internet runterladen. Da kann man sehr schnell mal die Stimme von Captain Blubber nachstellen. Ich habe die Rülps-Soundeffekte rein zufällig auf meiner Festplatte. Das Witzige ist, wenn man die dann abspielt, kommt halt sowas zustande halt.
Es ist frei. Das stimmt fast nicht. Da war doch vorhin noch so eine Öffnung. So eine Öffnung, so wie, das können wir noch frei machen. Hä? Was ist denn hier? Oh, ich habe den Weg zum Meeresgrund gefunden. Oh. 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 Es ist wirklich der Weg zum Meeresgrund. Tatsächlich. Holen wir uns die Farbe da. Der Grund, warum wir das da bekommen, ist, die Kamera gibt uns noch eine extra Hitzone wahrscheinlich. Deswegen kriegen wir das auch so gut hin. Wir kollidieren nicht so riesig mit dem Fisch. Jetzt wissen wir zumindest, wie wir zum Meeresgrund kommen. Das hilft uns aber auch irgendwie nicht weiter. Ich habe nämlich gedacht, es wäre dies und das und das und Bums und... Keine Ahnung. Halt. Hier kann man nicht schnell schwimmen. Aber vorhin war da noch so... Habe ich das zerstört? Das ging doch mit dem Torpedo nicht. Plötzlich ist es weg. Da steckt doch ein Programmierfehler dahinter. Ich gehe mal da durch. Oh, was sind das für Teile? Aha. Irgendwas ist hier. Die anderen komme ich nur so durch. Wo bin ich? Ich bin in Texas! Ich bin im Wasserdepot! Hier ist also das Wasserdepot. Das war nämlich für das Backtracking. Well, shit. Ah, da steht so auch Wasserversorgung der Klunker-Kluftmine. Gut. Was ist mit dem Rest? Was ist damit? Da konnte man schon rein, hier kommt man aber nicht rein. Hier unten ist auch nichts. Es hat nur mit den Shinshu zu tun, alles klar. Weg hier. Da frieren wir einfach mal die Propeller-Dinger ein. Dann gehen wir jetzt nämlich mal zur Schmugglerhöhle. Und guck mal, was da ist. Wenn das hier... Hatte ich doch recht gehabt mit der Wasserversorgung. Wenn die nämlich hier ist, dann ist das in der Dingsbums hier was anderes. Das ist das dann ein anderes Backtracking. Wahrscheinlich. Ich denke immer so an Pterodactylusland oder sowas ähnliches. Hier ist doch irgendwo ein Loch. Hi. Das ist kein Loch. Das ist... Ja, genau, jetzt geht's raus. Da wollte ich nicht hin. Wir werden jetzt nämlich die letzte Minute wirklich noch damit verbringen. Den Ausgang zu suchen. Eigentlich nicht, ich wollte eigentlich nur... Da ist er doch. Sehe ich immer so schlecht. Irgendwo war ja aber noch was. Habe ich das da so kaputt gemacht? Das Schiff habe ich doch schon... Ah! Jetzt weiß ich warum.
Das Schiff habe ich doch schon vorher erreicht. Ich Dummi. Ich habe es vorhin schon kaputt gemacht. Also bevor ich mich zum U-Boot verwandelt habe. Nein! Nein! Da gehen wir nämlich zum Stadtzentrum jetzt. Und wagen uns von dort aus in die Schmu... Oh. Ich glaube, ich weiß, was da ist. Ich habe doch so einen Gedanken. Mal sehen, ob der Gedanke richtig ist. Aber das ist auch verbunden mit dem, mit diesen... Na, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Hier komme ich immer noch nicht hin. Aber ich dachte an Grundis GmbH. Das sieht nämlich auch schon wieder so metallisch aus. Als wäre das direkt von dort. Lass mich einfrieren. Gut. Das ist das Backtracking, was ich immer am gruseligsten fand, fand ich. Ich bin wirklich da, wo ich dachte, wo ich bin. Wir sind von hier aus. Wieder ins, wir sind jetzt genau auf der anderen Seite von dem Ding hier. Ach du Scheiße. Das ist genau da, wo wir... Warte. Jetzt ja richtig guckt. Ja, das ist die andere Seite von dem, wo da die Scheibe war. Das ist nämlich die Müllbeseitigungsanlage von der Grund GmbH. Da hinten ist so eine Tür, so ein Dingsbums. Und hier verlieren wir auch wieder Luft. Das heißt, hier sind wir wieder aus der Jolly Watchers Lagune raus. Ja, das meinte ich mit gruseliges Backtracking, weil... Ich kann die Grundi GmbH nicht so gut leiden. Die ist für mich immer gruselig gewesen. Auch wenn es ja keine richtige Gruselwelt gibt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die war so groß und die erinnerte mich immer an Fabrik Fatal von Donkey Kong 64. Und das fand ich immer ein bisschen creepy. So, irgendwann kommen wir hier noch rüber. Aber jetzt erstmal nicht. So, drei Puzzleteile fehlen noch. Eins könnte vielleicht da oben sein. Ich habe nämlich noch so eine Stelle gesehen. Ich weiß, wo die drei sind, glaube ich. Zumindest zwei von drei. Warum kommt mir gerade ein kalter Schauer über den Rücken? Wir müssen auch selbst um ausprüfen. Denn sein Ei ist ja noch überfällig. Abgesehen davon fällt mir gerade nichts mehr ein, was wir noch machen könnten. Also. Wie viele haben wir jetzt? Sechs. Wir wollen mit Jolly reden. Klar, wir wollen doch mit Jolly reden. Und die Schweinchen. Ich weiß jetzt, wo die nächsten drei sind. Dafür müssen wir Backtracking betreiben, auf jeden Fall. Aber hier müssen wir jetzt mal... Danke für die Rettung aus dem übel riechenden Innereien dieses grässlichen Seeungeheuers. Das war doch nur ein ziemlich großer Fisch. Mir kam er wie ein Ungeheuer vor. Kann hier bitte mein Puzzleteil bedanken? Danke, dass du meine Partnerin gerettet hast. Das war doch ein Klacks. Nein, ehrlich, ich bin dir sehr dankbar. Willst du einen Becher feinster Ingwerlimonade auf Kosten des Hauses? Vielleicht später.
Dann nimm wenigstens dieses bescheidene Schmuckstück an. Hurra, wir haben es geschafft. Ich glaube, jetzt sind wir so weit mit Jolly Watchers Lagune durch, abgesehen von der Endspielseite. Gucken wir nochmal nach. Wir brauchen 2 Honigwaben, 2 Seiten, 3 Puzzleteile und 2 Chinjos. Hier finden wir noch irgendwie. Auch wenn wir Backtracking betreiben müssen. Aber irgendwie finden wir die noch. Wenn nicht, dann benutzen wir mal irgendwie vielleicht Internet oder so. Auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, bevor wir wieder abtauchen, dass ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit einschalten sollt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann geht das Abenteuer auf jeden Fall weiter mit Banjo, Kazooie, mir, eurem Draco Agamicus auf den Kanal DTV, Draco Entertainment, Draco Television. Entertainment. Also, bis zum nächsten Mal und bis bald.